immer im Einsatz, unsere Gelenke. Doch was tun, wenn Hände, Hüfte oder Knie schmerzen? Neue gelenkerhaltende Eingriffe und Menschen, die ihre Beschwerden mit alternativen Therapien bekämpfen, das alles zeigen wir Ihnen heute. Gelenke, Wunderwerk der Natur und der Technik. Und damit herzlich willkommen zu einer extra langen Praxisausgabe Schluss mit Gelenkschmerzen. Ja, gleich wird es wieder so richtig spannend. Wir werden nämlich live sein bei einer Hüftspiegelung bei Andreas Schmidt. Da sollte eigentlich schon ein künstliches Gelenk eingesetzt worden sein, denn es ließ sich wirklich keine klare Ursache für seine doch heftigen Beschwerden finden. Aber er ist noch jung, 38 Jahre, und er wollte und will kein Kunstgelenk. Aber sich abfinden damit, dass er seinem geliebten Hobby, also dem Tanzen, nicht mehr nachgehen kann, das will er auch nicht. Andreas Schmidt ist Kreuzberger. Im Kiez ist er aufgewachsen und er lebt auch heute noch hier. Oft findet man ihn im Tanzstudio, denn Breakdance ist sein Leben. Zeitweise hat der 33-Jährige mit Tanzen seinen Lebensunterhalt verdient. Heute ist Breakdance für den Computerfachmann das wichtigste Hobby. Es gibt keine Alternative zum Tanzen. Sie werden keine finden. Wenn das ist, was ihr Herz glücklich macht, wenn das der Sport ist, der sie glücklich macht, dann gibt es keine Alternative dafür. Und klar, ich brauche das. Doch Andreas Schmidt bekommt beim Tanzen Schmerzen. Als die stärker werden, verringert er zunächst sein Trainingspensum. Dann schränkt er die Bewegungen immer mehr ein. Aber mit Breakdance hat das für ihn irgendwann nichts mehr zu tun. Geht, alles kein Problem. Ja. Aber sobald ich hier rüber will, zieht es mir hier oben in den Hüften diese Gelenklippe auseinander. Und das verursacht solch starke Schmerzen. Also die hören auch nicht heute auf. Wenn ich jetzt trainieren würde, habe ich die nächsten 4-5 Tage starke Schmerzen. Seit gut einem Jahr schränken die Schmerzen auch seine Beweglichkeit im Alltag ein. Ab 500 Meter blockiert meine Hüfte. Ich kann den Fuß nicht mehr bewegen richtig. Es ist wie abgebunden, als ob sie das Bein nicht hätten. Andreas Schmidt sucht vergeblich Hilfe bei mehreren Orthopäden. In der Asklepios-Klinik in Birkenwerder trifft er auf Dr. Gregor Möckel. Nach einer Erstuntersuchung und einem MRT kommt der Orthopäde hier schnell zu einem Ergebnis. Endlich. Ich würde Ihnen jetzt erst mal einem kurzen Video zeigen, was Sie eigentlich an Ihrem Hüftgelenk haben. Und dann sehen Sie hier, und zwar diese Auswölbung im Bereich des Kopf-Hals-Überganges, hier mal von der Seite und hier mal von hinten gezeigt. Und in der Animation sehen Sie, was bei der Bewegung des Hüftgelenkes, also wenn Sie tanzen, ja, wenn Sie sich bewegen, was dann passiert, dass dann also diese Beule sich da reindreht, dieses Labrum, das ist diese Struktur, wegschiebt und den dahinter befindlichen Knorpel schädigt. Wodurch diese Knochenvorwölbungen entstehen, ist nicht sicher geklärt. Man vermutet jedoch, dass viel Sport in jungen Jahren eine mögliche Ursache ist. Der Arzt schlägt nun einen minimalinvasiven Eingriff vor. Eine Gelenkspiegelung. Ziel dieser ganzen Therapie ist es jetzt, die primäre Pathologie wieder anzugleichen. Das heißt, diesen überschüssigen Knochen zu entfernen, abzufräsen, sodass wir in beiden Ebenen, hier als auch hier, wieder eine schöne Taillierung des Kopf-Hals-Überganges haben. Wenn das dann abgefräst ist, dann kann das schön glatt hereingleiten und dieses Impingement, was Sie haben, dieses Cam-Impingement, beseitigt ist. Dr. Möckel geht davon aus, dass sein Patient nach dem Eingriff und einer Rehabilitationszeit wieder beschwerdefrei beweglich sein wird. Andreas Schmidt ist erleichtert, denn ihm wurde von anderen Ärzten bereits ein Gelenkersatz empfohlen, als einzige Option gegen seine Schmerzen. Das gibt mir natürlich erstmal Hoffnung, dass ich nicht so eine Riesenoperation hinter mir habe und auch nicht mit einem künstlichen Hüftgelenk jetzt schon in meinem Alter laufen muss. Das ist eigentlich meine größte Hoffnung. Für meine Kinder wieder voll fit zu sein und in zweiter Richtung für meinen Sport wieder total fit zu sein. Also das ist einfach auch mein Leben. Ja, und jetzt sind wir dabei bei der Hüftgelenksarthroskopie, also der Spiegelung des Gelenks. Seit etwa 5 bis 10 Jahren setzt sich dieses Verfahren immer mehr durch, wird vor allem dann angewandt, wenn man, wie auch eben gehört, ein Impingement vermutet, also eine Einklemmung. Beispielsweise durch eine solche Verwölbung am Knochen, wie eben bei Andreas Schmidt. Die OP in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder, die läuft bereits. Und wir kommen jetzt live dazu. Meine Kollegin Britta Elm ist da. Britta noch ohne Mundschutz, wunderbar, in voller Pracht. Was genau passiert da jetzt?
Also im Moment ist es so, unser Patient, den Sie gerade kennengelernt haben, der ist hier so gegen kurz nach 7 in den OP gebracht worden. Die Ärzte sind jetzt dabei, genau sich zu orientieren in seinem Gelenk. Ich mache mal schnell den Mundschutz drauf. Das gehört nämlich dazu. Und falls Sie sich fragen, warum hat sie denn heute so ein orangenes Ding noch über, das ist eine Schutzmaßnahme, denn während der OP muss auch ab und zu geröntgt werden. Also das ist eine Bleiweste und wir gehen jetzt mal rein zu Dr. Möckel und seinem Team, die wie gesagt hier schon seit über einer Stunde an dieser Operation sind. Erstmal guten Abend und vielen Dank, dass wir zu dieser ungewöhnlichen Zeit bei Ihnen sein dürfen. Dr. Möckel, läuft bislang alles gut? Sind die Kollegen alle konzentriert? Ja, vielen Dank, Frau Elm. Hier läuft alles gut, alle sind konzentriert. Wir haben hier unser Team, das ist ja keine Einzelleistung, ja, ein Operationsassistent, eine Operationsschwester, noch einen weiteren OP-Pfleger hier im Saal, der die ganzen Sachen außen herum besorgt, eine Anästhesistin natürlich, die uns einen hervorragenden Blutdruck macht und eine Anästhesieschwester hier. Wo befinden wir uns jetzt gerade? In welchem Moment bzw. in welcher Höhe des, ja, des Hüftgelenks? Genau, wir befinden uns hier im sogenannten zentralen Kompartiment, also zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne. Also wir sehen ist der links Kopf. Im Bild den Hüftkopf. Ich schwenke hier mal etwas die Kamera. Ja. Rechts die Hüftpfanne. Wir haben am Bein gezogen, sodass man hier einen entsprechenden Gelenkspalt hat, in dem man arbeiten kann, und können hier mit unseren Instrumenten jetzt in das Hüftgelenk eingehen und die Pathologien, also das Krankheitsbild des Patienten, entsprechend behandeln. Ist es denn genau das, was Sie erwartet haben? Also das, oder ist der Schaden größer oder kleiner als das, was Sie vermuteten? Können Sie das schon sagen? Wie wir schon in dem kurzen Vorspann gesehen haben, ist ja das Typische bei dem femoroacetabulären Impingement, dass die beiden Gelenkpartner nicht richtig zueinander passen. Genau. Und dass dann Knorpel- und oder Labrumschäden relativ früh entstehen. Und wir haben hier den Befund, ganz typisch, dass der Hüftkopf intakt ist, was den Knorpelbelag angeht. Auch die Hüftpfanne ist im mittleren und hinteren Anteil intakt. Da haben wir keine Auffälligkeiten am Knorpel. Aber wir finden hier im vorderen Bereich, direkt hinter dem Labrum, einen Knorpelschaden, der sich entwickelt hat durch den Bump, durch die Beule, die sich hineingedreht hat. Und jetzt kann ich mit dem Tasthäkchen dahinter gehen und Ihnen das hier zeigen bei den Patienten, wie sich hier ein Bereich des Knorpels vollschichtig abgelöst hat vom darunterliegenden Knochen. Das Gelbe hier ist der Knochen. Das ist praktisch durch die permanente Reibung, also diesen Versuch, dieses Stückes des Knochens, der da nicht hingehört, da reinzukommen. Und da ist diese Schädigung passiert. Wie kann man das jetzt wieder reparieren? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Genau, das richtet sich nach verschiedenen Parametern. Zum einen natürlich nach der Art des Defekts, der Lokalisation, der Größe also des Defekts. Also wo es liegt und wie groß er ist. Richtig, dem Alter des Patienten. Und das ist hier ein Defekt, der verhältnismäßig klein ist, auch wenn er jetzt vielleicht groß erscheint. Die Spitze des Tasthakens ist 2 mm groß. Wir haben hier einen erheblichen Vergrößerungseffekt. Ja. Und das ist ein Defekt etwa von einer Größe von 6 bis 12 mm. Und wir würden jetzt diesen Bereich entsprechend von dem losen Knorpel befreien. Ja. Und dann eine sogenannte Mikrofrakturierung durchführen, um hier durch das Herauskommen, Herausgleiten von Stammzellen eine Knorpelersatzgewebebildung zu erreichen. Das heißt, Dr. Möcke wird ja jetzt ganz kleine, ich drücke es mal nicht fachmännisch aus, ganz kleine Löcherchen in den Knochen machen und die regen dann quasi wieder das Knorpelwachstum an. Also da sieht man, da werden kleine... Ja, erstmal müssen wir diesen Bereich entfernen. Erstmal wird sauber gemacht sozusagen. Ja, ganz so schnell bin ich leider nicht, wie Sie das gerade beschrieben haben. Wir müssten das erstmal von dem Knorpel befreien, genau. Von dem kaputten, abgelösten Knorpelanteil entfernen. Ja. Und dann uns ein entsprechendes Bett schaffen, eine stabile Situation, eine stabile Knorpelschulter. Um dann diese Mikrofrakturierung durchzuführen, also das Einbringen dieser kleinen Löcher. Und dann hat, also diese Löcher regen praktisch, ja, kann man das so sagen, den Selbstheilungsprozess an? Also der Körper weiß dann, Mensch, da muss wieder was geschehen, da muss wieder ein neuer Knorpel hin und dann geht das Wachstum von selbst los? So kann man es in etwa ausdrücken. Die Zellen, die dann aus dem Knochenmark herauskommen, können sich in verschiedene Gewebearten differenzieren, ja.
Und druck mal höher bitte. Hier weiß man, dass es möglich ist, ein stabiles Knorpelersatzgewebe zu produzieren. Das entspricht nicht dem originalen Gelenkknorpel. Wenn der Defekt größer ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann auch Knorpelzellen entnehmen und kann diese ins Labor schicken, um dann körpereigene Knorpelzellen anzuzüchten. Das wird jetzt, so wie ich es verstanden habe, bei Herrn Schmidt nicht nötig sein. Richtig. Das ist ja ein Verfahren, was noch einen erneuten Eingriff erfordert. Genau. Und das richtet sich, wie gesagt, nach der Größe des Defekts. Ja. Und ich habe dem Patienten auch versprochen, dass wir ihn hier nicht übertherapieren. Also nicht zu viel machen, sondern wirklich das machen, was erforderlich ist. Er hat sich ja ganz tief gewünscht, bitte, bitte kein künstliches Hüftgelenk. Also das werden wir, glaube ich, jetzt nicht machen müssen. Das können wir ihm schon sagen. Und der Arzt hat gesagt, er hält sein Versprechen, wirklich nur das zu tun, was unbedingt notwendig ist. Das ist doch mal eine gute Botschaft. Das wird jetzt weitergemacht. Wir werden uns in etwa 50 Minuten dann wieder hier aus dem OP melden. Und Sie haben es ja im Einspieler gesehen. Der Grund des ganzen Übels ist, dass am Gelenkkopf ein Knochen so gewachsen ist, wie er nicht sein soll. Und da werden wir dann dabei sein, wenn das abgefräst und sozusagen wieder passend gemacht wird. Und bis dahin ziehen wir uns hier zurück und melden uns dann wieder, wenn es soweit ist. Ja, darauf sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, Britta, bis hierhin erstmal. Ja, wir sind live, haben Sie vielleicht mitbekommen, bei einer Spiegelung des Hüftgelenks. Andreas Schmid hatte Schmerzen, man wollte ihm sogar ein künstliches Gelenk einsetzen, aber dann war vorhin die Spiegelung, man hat gesehen, das ist nicht nötig und wir sind jetzt 50 Minuten weiter. Britta Elm ist in, wo ist sie? In der Klinik in Birkenwerder. Britta, wenn du mich hörst, wie geht es jetzt weiter bei euch? Gib mir ein Ab, bitte. Ich höre die Antwort. So, und jetzt sind wir eben wieder im OP und ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, um was es geht. Also man hört hier im Hintergrund schon ein Geräusch. Das ist in der Tat eine Fräse, denn wenn man hier ranguckt an unser Modell, hier ist das ein ganz schöner, glatter Gelenkkopf. So ist es beim Patienten, der jetzt operiert wird, nicht. Der hat nämlich hier eine Beule drauf, praktisch so wie mein Finger. Dem wird jetzt abgefräst, damit alles wieder ganz ordentlich und geschmeidig funktionieren kann. Dr. Möckel, wir hören gerade dieses Geräusch. Das ist in der Tat handwerkliche Arbeit. Sie müssen jetzt den Gelenkkopf glatt fräsen, damit da alles wieder gut ineinander passt. Wie orientieren Sie sich? Also wir fräsen hier tatsächlich im Bereich des Kopf-Hals-Überganges. Dort, wo wir vorher diese Beule, diese Aspherizität hatten. Ja. Und die Orientierung erfolgt zum einen durch das Röntgen, durch ein mobiles Röntgengerät, was wir hier im Operationssaal haben. Deshalb sind doch die Kollegen alle geschützt mit diesen schicken Westen, die ich auch anhabe. Genau, wir haben alle solche Bleischürzen, um uns vor den Strahlen zu schützen. Auch der Patient ist entsprechend geschützt. Und die Orientierung erfolgt zum einen, wie gesagt, an diesem Röntgenbild und zum anderen am arthroskopischen Bild. Beides können wir simultan verwenden, dass wir mit beiden Maßnahmen, mit beiden Techniken sehen, wie viel schon abgefräst ist und ob noch mehr abgefräst werden muss oder ob das ausreichend ist. Jetzt können wir bei Ihnen sagen, Sie haben das weit über 1000 Mal gemacht, 2003 zum ersten Mal. Das alles ist minimalinvasiv, also die Kamera ist im Hüftgelenk und ist sozusagen Ihr Auge. Hat das auch was mit Gefühl zu tun oder ist es wirklich Berechnung, Abmessen? Es gibt anatomische Orientierungspunkte, an denen man sich zunächst orientiert, auch wenn man den Eingriff vielleicht noch nicht so häufig gemacht hat. Aber Sie haben recht, mit zunehmender Erfahrung braucht man zum Beispiel das Röntgen weniger oder ist auch zügiger in dem Abfräsen des Knochens. Der Hauptgrund des Schmerzes, den der Patient hatte, war das jetzt in der Tat diese Verformung dieses Knochens und was diese Verformung angerichtet hat mit dem Knorpel? Können Sie sich da jetzt sicher sein? Das Dilemma ist, dass das Krankheitsbild des femoroacetabulären Impingements, um das es sich hier handelt,
zunächst kaum Schmerzen verursacht. Mhm. Das heißt, die Patienten leben viele, viele Jahre damit, die treiben Sport, die bewältigen ihren Alltag. Und erst wenn die Folgeschäden, also Knorpel und Labrum, kaputt gehen, dann fängt es an, weh zu tun. Und dann kommen die Patienten zum Arzt, häufig auch recht spät, sodass man mit diesen gelenkerhaltenden Maßnahmen manchmal gar nichts mehr machen kann. Mhm. Das ist jetzt eine sehr, sehr diffizile Arbeit, aber eben auch sehr handwerklich. Das sieht ja fast aus, muss man sagen, wie so eine Schreinerarbeit, eine Feinmechanikerarbeit, könnte man auch sagen. Ist es denn möglich, dass dieser Fortsatz sich wieder bildet oder ist der dann wirklich ein für alle Male weg und der Gelenkkopf ist so rund, wie Sie ihn jetzt herstellen? Diese Deformität, die wir hier ursprünglich einmal hatten, die bildet sich in dieser Form nicht wieder. Was man gelegentlich beobachtet, ist, dass bei weiter fortschreitender Abnutzung sich Knochenvorsprünge, sogenannte Osteophyten, bilden. Das hat dann aber mit dieser ursprünglichen Erkrankung nichts zu tun. Also nein, es bildet sich nicht zurück. Und eines der großen Bedenken des Patienten war ja, das wurde ihm mal angeraten, ein künstliches Hüftgelenk haben zu müssen. Kann man das dann auch für ihn ausschließen? Nein, das kann man nicht ausschließen. Alles, was wir bis heute wissen, ist, dass wenn wir diese Deformität, diese Beule beseitigen und die Sekundärschäden, die Folgeschäden behandeln, dass dann der Zeitpunkt bis zum Einbau eines künstlichen Hüftgelenkes wahrscheinlich signifikant hinausgeschoben wird. Also deutlich später. Dass das deutlich später erfolgt bei diesem Patienten hier auf der operierten Seite. Ja. So viel kann man heute sagen. Wenn er dann nachher, später, in ein paar Stunden wieder aufwacht, dann war sein größter Wunsch, dass er irgendwann wieder Breakdancen kann. Wird er sich wann wieder ähnlich bewegen können, wie er das mal gemacht hat? Davon kann man in der Tat ausgehen, weil der Patient gehört zu der Patientengruppe, die man mit diesen arthroskopischen Maßnahmen sehr gut therapieren kann. Ja. Er hat dieses sogenannte Chem-Impingement, er hat nur einen ganz kleinen Knorpelschaden. Ja. Und nach allem, was wir aus eigener Erfahrung und aus der wissenschaftlichen Literatur wissen, gehört er zu denen, die von dem Eingriff sehr gut profitieren können. Ob er wieder Breakdancen kann, wird man sehen müssen, aber erstmal stehen die Aktien sehr gut für ihn. Also wir können zusammenfassen, Sie sind bislang sehr zufrieden. Der Patient wird es hoffentlich dann ab morgen sein, wenn er wieder ganz bei Bewusstsein ist. Dann braucht er Geduld, dann muss er in die Reha und auch erstmal an Stützen sich fortbewegen. Wann wird er denn wieder ganz normal laufen können? Weil auch das hat ihm ja wehgetan. Ja, also der Patient wird morgen in Begleitung der Physiotherapie aufstehen, die ersten Schritte machen und dann nach und nach auf der Station mobilisiert. Die Unterarm-G-Stützen wird er für insgesamt 3 Wochen benutzen müssen. Mhm. Solange bekommt er auch spezielle Medikamente und auch eine Bewegungsschiene, damit es hier zwischen dieser Fläche, die man hier sieht, die bluten kann nach der Operation und der Gelenkkapsel auf der gegenüberliegenden Seite nicht zu Verklebungen kommt. Dr. Mörke, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und beim Team bedanken, dass Sie zu dieser Uhrzeit diese Operation durchgeführt haben. Selbstverständlich bedanken wir uns auch beim Patienten, der sich dabei hat beobachten lassen. Und wir können sagen, dass das bis hierher gut gelungen ist. Und mehr erfahren Sie dann natürlich im Internet. Und mit den Eindrücken geben wir zurück in eine hoffentlich für den Patienten schmerzfreie Zukunft. Ja, vielen herzlichen Dank, Britta. Auch vielen Dank natürlich an das gesamte Team dort in Birkenwerder.